So, willkommen zurück zu unserem zweiten Teil des Videos Box Opening von Avacyns Rückkehr. Wir machen das jetzt ein bisschen schneller, dass ihr auch noch mehr von den Karten seht. Ich gucke halt durch, was wir noch nicht hatten und erzähle euch was dazu. Hatten wir schon, kennt ihr schon, Avacyns Schriftrolle kennt ihr auch. Mentale Kahn kennt ihr, den Grenzland Waldläufer auch. Die auch, den Unhold hatten wir schon. Den hatten wir noch. Morland Inquisitor hatten wir noch nicht. Für 2 Mana 2/2 und der hält für 3 Mana Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Den Nibelrahmen hatten wir noch nicht, für 4 Mana 2/2 fliegend in blau und wenn er ins Spiel kommt, bringen wir eine Kreatur unserer Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Nochmal einen neuen Vampir aus Fuhlhafen, immer wenn einem Spieler Kampfschaden zufügt, kriegt er eine 1/1 Marke drauf und immer wenn eine andere Kreatur stirbt, erhält er auch +1/+1 mit dem Counter halt. Den Bannenden Hieb hatten wir auch schon und hier haben wir den Segen des Erbauers. Da erhalten für 4 Mana, das ist eine Verzauberung, unsere ungetappten Kreaturen +0/+2, dauerhaft. Den Navigator, das zweite Mal, sehr gut, hatten wir gerade schon. Ja, okay, das dazu. Booster 1 der zweiten Hälfte, der 13. total. So, weiter geht's. Den Schlechter Google kennen wir schon. Die Feuergestalt hatten wir auch schon, die kennt ihr auch. Hoppala, die geben wir gleich auf. Blühendes Knotenholz haben wir schon gehabt. Gewässer der Angst, kennt ihr auch schon. Den Kryptenkriecher hatten wir auch schon, ja. Gespenstisches Flimmern. Schlingen der Himmel. Den Suchlampengeist. Den Flatterwicht kennen wir auch schon. Aufstand der Strohdecker. Riegelsucher, den hatten wir noch nicht. Für 3 Mana 3/1 und der ist unblockbar. Ist nur ankommen. Den gebundenen Geist, den kennen wir schon. Die hatten wir noch nicht. Die Markfledermäuse für 5 Mana 4/1, die fliegen und für 4 Lebenspunkte, die wir bezahlen, können wir den regenerieren. So, hier haben wir mal eine schwarze Rare. Ernter der Seelen, 6 Mana 5/5, Todesberührung, immer wenn eine andere Kreatur stirbt, die kein Spielstand ist, können wir eine Karte ziehen. Das ist gut, gilt auch für unsere eigenen Kreaturen. So, die beiden Karten kennt ihr. Artwork ist dann mittlerweile auch durchweg gut, muss man sagen. Ja, also wirklich. Definitiv. Ja. Ich finde die Fledermäuse ja cool, gerade die wir gesehen haben. So, weiter geht's. Die Erben von Stromkirch hatten wir schon. Das Nesselschwein kennt ihr. Mondlichtgeist kennt er. Ne, hatten wir doch noch nicht. Ne, hatten wir noch nicht. 2/1 für 3 Mana fliegt. Und für 4 Mana können wir die Fähigkeit benutzen. Wir verhindern allen Kampfschaden, der dem Mondlichtgeist in diesem Zug zugefügt und von ihm zugefügt wurde. Kriegt also keinen Schaden, teilt keiner aus. Zinserter hatten wir auch schon, genau. Schlachtgesänge. Düstergrab-Eskorte. Spektrales Gefängnis. Unheimliche Geschwindigkeit. Seraph der Morgenröte, den hatten wir noch nicht, wenn ich mich. Ja, genau. Engel 2/4 für 4 Mana fliegt und hat Lebensverknüpfung. Unheiliger Pakt, den haben wir auch schon. Hier ist was Neues. Dem Tod trotzen für 5 Mana. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Und falls es ein Engel ist, lege 2+1/+1 Marken auf sie. Stell dir mal vor, Avacyn geht irgendwie in den Friedhof, dann macht das Spaß damit. Ja. Michael, okay, und die Reiter von Gavin, 4 Mana, 3/3, sorry, hat Wachsamkeit und wenn ins Spiel kommt, bestimmt man Kreaturentyp und Menschkreaturen, die du kontrollierst, erhalten Schutz vor Kreaturen des bestimmten Typs. Das ist gut. Wieder ein Land. Ja, wie wir merken, ne, weiße Karten und Menschen sehr stark in diesem Set entsprechend da. Definitiv. Ja, haben wir uns ja gedacht. Weiter geht's. Knochenspreißel, kennen wir auch schon. Waldmoor-Erforscherin hatten wir auch schon, oder? Nee, davon hab ich nicht mehr, ich kann nicht. Ja, Zumpftarnung für 3 Mana, 2/3. Okay. Swampwalk ist gut. Mhm. Unschädlich machen kennt ihr jetzt auch schon. Schildmaid aus Elgau, 2/3, 4 Mana, seelengebunden. Wenn die gebunden ist, sind die beiden Kreaturen fluchsicher. Das ist gut. Den Draufbeut hatten wir ganz am Anfang schon mal. Hoppala. Schild der Vorhut, kennt ihr auch. Den Engel hatten wir gerade. Schützendes Wort, den hatten wir noch nicht. Eine Kreatur deiner Wahl, die wir kontrollieren, ist bis zum Ende des Zuges fluchsicher und wir erhalten Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft. So, der Widerstandskraft der Kreatur. Für 2 Mana und Spontanzauber ist super. Giselbrands Schriftrolle. Mhm. Den Erzengel. Ja. Rausch des Blutes. Okay, für 3 Mana in Rot. Erhält eine Kreatur +x/+0, wobei x die, achso, die ihre Stärke ist. Okay. Das ist ein ordentlicher Bonus-Boost.
Ja, die himmlische Bewaffnung hatten wir schon. Okay, der Silberherz-Wölfling. 5 Mana, 4/4 ist die Rare hier drin. Seelengebunden. Ja, wenn die gebunden ist, erhalten beide Kreaturen plus 4 plus 4. Ist dick. Ja, ist dick, ja. Und Wolfkrieger. Mhm. Menschentoken, Ebene und eine Foil-Ebene. Schön. So, ein paar haben wir noch. Wir merken übrigens, wir haben diesmal in dieser Serie keine Flipkarten mehr. Genau, die sind futsch. So, weiter geht's. Schlechter Ghoul, den kennt ihr. Dienstbefehl kennt ihr auch. Lähmende Kälte kennen wir noch nicht. Okay, für 3 Mana ein Spontanzauber. Der tappt eine Kreatur und die enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments ihres Beherrschers. Und wir dürfen eine Karte ziehen. Das ist gut. Ja. Mhm. Den Katar hatten wir auch schon. Fahrer der Toten kennt ihr auch. Ich glaube nicht, ne? Oder? Ja, der bringt eine Kreatur mit Erst klar. Ja, 2 oder weniger Mana aus dem Friedhof zurück, wenn er stirbt. Klingenbesetzte Armschienen, Equipment kennt ihr auch. Den Moorland Inquisitor. Ja, hatten wir auch schon mal. Wandernder Wolf, ja, den hatten wir auch schon. Verschmutzter Toter, den hatten wir noch nicht. Für 5 Mana, 3/3, wenn er stirbt, zerstören wir ein Land unserer Wahl. Hier haben wir nochmal die sengenden Teufel. Für 2 Mana, 1/1. Und für 3 Mana haben die Fähigkeit, dass sie 3 Schaden zu einem Spieler schießen können. Einen Schaden, ja. Aber einen Schaden, ja, genau. Können wir beliebig oft dann spielen, wenn wir das passende Mana haben. Spinnenfraß. Ein Spontanzauber in Grün. Wir zerstören eine fliegende Kreatur unserer Wahl und alle Ausrüstung, die an ihr angelegt ist. Das ist gut. So, das Gefäß der endlosen Ruhe. Ein Artefakt. Wenn das ins Spiel kommt, legen wir eine Karte unserer Wahl aus einem Friedhof unter die Bibliothek ihres Besitzers. Und ja, wenn wir es tappen, können wir halt unser Mana-Vorrat um einen Mana einer beliebigen Farbe erhöhen. Für 3 Mana. Mhm. Dann kann man es, ja, die hatten wir auch schon mal. Schadenspunkte in Höhe der Menschen, die wir kontrollieren, wenn sie reinkommen. Und die Rare, der Spurensucher aus Ulvenwald 1/1. Und der hat die Fähigkeit für 2 Mana und tappen, dass 2 Kreaturen gegeneinander kämpfen. Fügen sich also Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Muss nicht die sein, kann auch eine andere sein. Hier ein Geist-Token. Sieht cool aus. Und ein Gebirge. Weiter geht's. Ghoul-Werdung. Die hatten wir noch nicht. Für ein schwarzes Mana, Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur erhält -1/-1 und ist zusätzlich zu allen anderen Farben und Typen ein schwarzer Zombie. Lähmende Kälte kennen wir schon. Zutatensammlung, die hatten wir auch schon mal ganz vorhin. Gefährliche Herausforderung kennt ihr jetzt auch schon. Mitternachtsdurland, auch nichts Neues. Geisterfallensteller, Reichweite, ja, hatten wir auch schon. Aufstandsrädelsführerin, 3 Mana, 2/2. Wenn die angreifen, erhalten andere Menschen, die wir kontrollieren, +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Ist auch gut. Präsenz des Schreckens kennt ihr jetzt auch. Gambit des Jägers nochmal. Sengende Teufel, gespenstische Berührung, die kennen wir auch, ja. Hier, da haben wir was Neues. Die Mahlfeld-Zwillinge, 6 Mana, 4/4. Wenn die sterben, bringen wir 2/2/2 schwarze Zombie-Spielstein-Kreaturen ins Spiel. Ja, aber nochmal die. Ja, fürs Zombie-Deck, genau. Die Teufelsbande für 6 Mana, 3/3. Und wenn die sterben, dürfen wir 3 Schadenspunkte aufteilen auf beliebig viele Spieler und beliebig viele Kreaturen. Also können wir im besten Fall 3 Sachen totschießen. Ja, achso, das Ritual des Verheerens hatten wir vorhin schon mal. Jo. Noch ein Mensch-Token in Weiß diesmal, 1/1. Und ein Forest. Sollen wir die Kamms jetzt überspringen? Ich denke auch. Wir können die Kamms wegpacken, sind wir an da dürfte Punkt. Nichts Neues drin sein. Halt mal kurz in die Kamera, dann sehen wir, was wir sagen. Ja, wir können sie einmal so auffächern. Ein bisschen tiefer, man sieht sie nicht. Genau, so, da zack, sind zack, sie. Zack, 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 Kamms. Gehen wir direkt zu den Ankamms weiter. Mahlfeldzwillinge, Selbstjustiz der Bürgerwehr, die hatten wir noch nicht. Immer wenn ein Mensch unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, fügt Selbstjustiz der Bürgerwehr einer Kreatur oder einem Spieler einen Schadenspunkt zu für 4 Mana. Die ist gut. Den Heulgeist, ja, das ist der große Bruder von diesem kleinen Wolf, den ich vorhin schon mal hatte. Kann auch nicht von Kreaturen geblockt werden, die weniger Stärke haben als er und hat dazu nochmal unverwüstlich. Ist ganz nett. Oh, cool. Fanatische Rekruten. 5 Mana, 3/3 ist die Rare hier drin. Eile und wenn die ins Spiel kommen, übernehmen wir die Kontrolle über eine bleibende Karte unserer Wahl. Wir enttappen die und die hält Eile bis zum Ende des Zuges. Und die letzten beiden. So. Nächster Booster. So, Kamms.
zack, 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 zack. Da geht's weiter. Ja, da haben wir auch schon die Grüne mit dem Miraculum. Wir können 4 plus 1 plus 1 Marken auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen unserer Wahl verteilen. Kostet 5 Mana mit Miraculum, halt nur 1. Ist gut. 4 Counter. Sind alle gut bisher, die Miraculum-Karten, ja, finde ich auch. Ja. Blutigen Tauschern kennt er schon, den Wächter kennt er auch schon. Und die Rare Captain der Nebel, den hatten wir noch nicht. 2-3 für 3 Mana in Blau. Immer wenn ein anderer Mensch unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, enttappen wir den. Und für 2 Mana und tappen hat der die Fähigkeit, dass wir eine bleibende Karte unserer Wahl tappen oder enttappen können. Ja, dann noch Land und wieder so eine schöne Karte. So, weiter geht's. Commons. Sehe nix, ne. Düste, ne, Dauernachtschatten ist das. Okay, 4 Mana, 1-1. Für ein schwarzes Mana erhält er +1/+1 bis zum Ende des Zuges, beliebig oft pumpbar und ist unverwüstlich. Heilige Justitiarin hatten wir. Den hatten wir noch nicht, den Dreizack ist eine Ausrüstung. Die ausgerüstete der Kreatur hat +3/+0 und greift in jedem Zug an, falls möglich. Urea, der grauenhafte Versklava, 5 Mana, 3-5. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, der in diesem Zug von der Schaden zugefügt wurde, bringen wir die unter unserer Kontrolle ins Spiel zurück. Ja, die wird zusätzlich zu anderen Farben und Kreaturentypen zum schwarzen Zombie. 3-5. Und, ja, wir haben ja noch eine Foil drin. Dann kam diesmal, jo. Den Albengeist. Okay. So, die letzten drei von dem zweiten Video. So, eben die Commons. Shuffle, shuffle, shuffle. So. Den Leichenhändler. 3-3, den können wir opfern, dann wir zeichnen Gegner unserer Wahl die Karten auf seine Hand offen vor. Wir bestimmen eine Karte darunter. Dieser Spieler wirft diese Karte ab. Ja. Discarder. Die Gierklaue, der Fetti, hatten wir vorhin schon mal. Entzürn. Fügt jede Kreatur, die einen Spieler kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. Und jede Kreatur, die diesen Zug Schaden bekommen hat durch diesen Spruch, muss auch noch angreifen. Das ist ein Spontanzauber, deshalb spielen wir es im gegnerischen Zug. Die Rare ist die Lagerstätte der Druiden. Eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur angreift, die wir kontrollieren, legen wir dann eine Marke drauf. Und wenn wir eine von den Ladungsmarken entfernen, erhöhen wir unseren Mana-Verrat um ein Mana einer beliebigen Farbe. Ist gut. Ja, und die letzten beiden. So, guck, ich habe mich verzählt. Das waren noch 3 Booster, die wir davon hatten. So, ich schaffe schon mal durch. So, hier geht's auch direkt weiter. Ich finde die Lagerstätte ja cool. Die ist gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Immer wenn eine Kreatur angreift, gilt das auch für mehrere, ne? Immer ja, schön genau. Mal da drauf, ja, alles klar. Hier mal das Grab des Engels. Immer wenn eine Kreatur, also das ist ein Artefakt, von was wir spielen, immer wenn eine Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, können wir das Engelsgrab bis zum Ende des Zuges zu einer 3-3 weißen Engel-Artefakt-Kreatur mit Flugfähigkeit werden lassen. Ja, interessant, oben als Grab des Engels, unten ist es das Engelsgrab. Aber das tut sich nichts. Ich bin gedanklich immer noch bei der Lagerstätte. Meine Karte. Dann noch eine 200, hatten wir auch schon. Leichenhändler, kennt ihr auch. Hier ist die Rare, der Dämmerwaldweise. 3 Mana, 0-1 und für Tappen erhöhen wir unser Mana-Fraud um 1 Mana einer beliebigen Farbe. Dieses können wir... Oh, um 3 Mana, ich wollte schon sagen. 3 Mana einer beliebigen Farbe können wir nur wirken, um Kreaturenzaubersprüche zu spielen. Ja gut, da eh alles voll mit Kreaturen ist, kein Problem. So, letztes Booster Nummer 12, dann ist der zweite Teil durch. Okay, Commons, zack, 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 zack. Ja, gehen wir zack, nicht zack, ein. Zack, zack, ne. Da dürft ihr euch dann selbst die Arbeit machen und mal gucken, was ihr alles zieht. Ja, den Spruch hatten wir auch schon, Segen der Natur, Miraculum, Erzürn, hatten wir gerade. Massenanziehung kennen wir noch nicht. 3 Mana in Blau, eine Hexerei, wir ziehen für jeden Menschen, den wir kontrollieren, eine Karte. Und da ist die Rare, ein Dämon. Oh ja, 4-3 für 2 Mana. Seht ihr da oben? Sehr geil. Wenn der aus einem Friedhof ins Spiel kommt, übernimmt ein Gegner unserer Wahl die Kontrolle über ihn. Ist nämlich unverwüstlich und daher kommt er definitiv einmal rein. Außer ihr habt da irgendwo einen Trick. Mit Vorsicht zu genießen. Ja, die letzten beiden Karten. Ein blauer Geist, hatten wir so noch nicht. Der fliegt, 1-1, so ein Token und eine Ebene. Ja, das war's zum zweiten Video. Das letzte, dritte kommt jetzt gleich. Alles klar.